Komischerweise, stell mal vor, die Indianer hätten gegen die Weißen, die aus Europa gekommen sind, gewonnen. Was hätten die Indianer für Filme gedreht? Die hätten gesagt, da kommen irgendwelche Aliens, irgendwelche Außerirdischen, die wollen uns killen. Du hörst zum Beispiel heute in den Indianerfilmen, hörst du immer vom Scalp, richtig? Dass die Indianer diese Wilden, das kennt jeder, einen Scalp gemacht hätten von den Weißen. Das heißt, sie haben ihnen die Kopfhaut abgezogen. Die Tatsache ist aber, wisst ihr, von wem die Indianer das haben? Die haben das von den Weißen abgeguckt, die damals die Haut vom ganzen Körper abgezogen haben von den Indianern. Aber davon hat noch nie einer was gehört. Warum? Die Filme gehören mit zu den Medien. Das sind die Wilden und wir sind die Guten. Ja? Dann geht's weiter. So kann man tausende Beispiele bringen. Komischerweise ist nur, ich habe noch nie gehört, dass gesagt wurde, das, was dort praktiziert wurde, ist Terrorismus. Habe ich noch nie gehört, dass das gesagt wurde. Oder die Bombe auf Hiroshima und so weiter. Aber okay, wir sagen jetzt nicht, ja guck mal, ihr habt viel Schlechtes gemacht, jetzt können wir uns auch etwas erlauben, weil viele Leute wollen das gerne falsch verstehen. So, wir wollen nur, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, wenn jemand im geschichtlichen Kontext sagen will, alle Terroristen sind Muslime, beziehungsweise nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime, dann sagen wir, hör mal, wie viele Millionen von Menschen sind durch die Kolonisation ums Leben gekommen? Wie viele Millionen von schwarzen Sklaven sind wie Hunde und Ratten auf den Bootsschiffen nach Amerika transportiert worden, um dort für den Aufbau des neuen Kontinentes zu sorgen? 180 Millionen, von denen allerdings schon wegen der schlechten Behandlung 70% unterwegs gestorben sind und heute beerdigt sind auf dem Friedhof des Atlantischen Ozeans. Runter vom Schiff. Wer redet darüber? Kein Mensch. Das heißt, im geschichtlichen Kontext können wir ja mal gucken, weil die Muslime ja so wilde sind, wer mehr Menschenleben zu verzeichnen hat. Und ich betone nochmal, weil viele Leute wollen das falsch verstehen. Für diese Verbrechen mache ich nicht Müller, Meier, Schmitz oder Vogel verantwortlich. Für diese Verbrechen mache ich diejenigen verantwortlich, die dies getan haben. Aber genauso wenig kann man heute irgendeinen Muslim verantwortlich machen für ein Verbrechen, was ein anderer Muslim an einem anderen Ende der Welt gemacht hat. Und pauschal als Verbrecher oder Terroristen und ihn pauschal als Verbrecher oder Terroristen darstellen. Das ist eine ganz klare Sache. Jetzt, das ist von der Geschichte. Wie gesagt, jetzt wird jemand sagen, ja, aber jetzt, die Geschichte interessiert uns nicht. Doch, meistens interessiert die Geschichte. Meistens schon. Aber meistens nur, wenn man was gegen den Islam finden könnte. Aber geschichtlich, wie gesagt, schneidet man da denkbar schlecht ab. So sagt zum Beispiel Geoffrey Parker im Kampf der Kulturen, das ist kein Muslim, der schreibt, der Westen hat die Welt nicht erobert mit seinen Werten oder seiner Religion, zu der sich nur wenige bekannten, sondern durch seine Überlegenheit bei der Anwendung organisierter Gewalt. Westler vergessen diese Tatsache sehr gerne, das habe ich eben gesagt, Nicht-Westler vergessen die nur sehr selten. Dann sagt er ja, okay, früher. Aber jetzt, Ralph Giordano, einer der Moscheegegner in Köln, ja, der ganz groß aufsteht, der einen Preis für Zivilcourage bekommen hat, sagt, laut Zeitung, wenn er das wirklich gesagt hat, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime. Dann gucken wir mal hier, ich habe hier eine Liste, US Designed Foreign Terrorist Organizations, Info please come. Ja? Gucken wir mal, ob es wirklich so ist, dass alle Terroristen Muslime sind. Ja? Weil wenn ich jetzt frage, nehmen wir mal eine terroristische Gruppe, die kommt sofort Islam in den Sinn. Die zählen wir mal auf. Erstens, Aum Shinrinko in Japan. Die sagen, dass die USA den dritten Weltkrieg anfängt gegen Japan. Ja? Und die haben damals, vor einigen Jahren, haben die eine mit chemischem Gift in der U-Bahn von Japan, haben die also für Terror gesorgt. Es ist keiner dabei gestorben, aber nur, weil es so bestimmt war natürlich in erster Linie, aber es war im Prinzip eigentlich vorherzusehen, dass da so viele Menschen ums Leben kommen werden. Was sind das? Soweit ich weiß, Buddhisten,
Es wird hier aus der Kerzige Buddhist. Ich sage nicht, dass es vom Buddhismus ist, aber das sind Leute, die zumindest keine Muslime sind. Ja? Weil wir sagen, alle Terroristen sind Muslime. Zweite Gruppe. ETA. Basque Fatherland and Liberty. Ja? In Spanien. Die wollen einen unabhängigen baskischen Staat gründen. Und wie viele Leute sind da schon ums Leben gekommen durch die? Also die haben über 850 Menschen schon getötet. Ja? So. Das ist in Europa. Was sind das? Sind das Muslime? Nein. Drittens, Kommunistische Partei der Philippinen. Kommunistische Partei der Philippinen. Wir haben schon drei. So, jetzt geht's weiter. Dann CIRA, eine Splittergruppe von der IRA in Irland. Alle Muslime, alle Terroristen sind Muslime. Dann nächste, Kahane Chai, Israel. Jewish Extremist Group aims to restore the biblical state of Israel. Eine jüdische Extremistengruppe, hier, das sagt die US-Designed Foreign Terrorist Organization, das ist von den USA gemacht, diese Liste, ja. Kahane Chai, Jewish Extremist Group aims to restore the biblical state of Israel. Was ist mit denen? Die wollen den biblischen Staat Israel wiederherrichten. So, dann. Nächste Gruppe, PKK, kennt sicherlich jeder, sind auch keine Leute, die sich als Muslime bezeichnen. Ja, da. Dann, Liberation Tigers of Tamil Elam, das sind die Tamil Tigers, Hindus. Dann, National Liberation Army, Kolumbien, Venezuela, auch keine Muslime. Dann, IRA, kennt sowieso jeder. Dann, Revolutionary Armed Forces of Colombia, also in Kolumbien, das ist die FARC. Dann in Athen, in Griechenland, eine Gruppe, die heißt ELA. Hat bestimmt noch nie einer was von gehört, oder? Die ganzen Gruppen hier. Oder? Ich habe jetzt so viele Gruppen genannt, kennt kein Mensch. Komisch, wie kommt das? Wie kommt das, dass es so viele Terrorgruppen gibt? Hast du noch nie was von gehört? Wir sehen wieder, was ist das, was uns im Fernsehen zukommt. Jeder denkt, und dann kommt natürlich jemand, der einen Preis für Zivilcourage bekommt, ja, und sagt, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime. Subhanallah, hier. In Griechenland, ELA. Dann in Griechenland, die Revolutionary Organization, 17th September. Ja, wieder eine andere Gruppe. Das heißt, in Griechenland gibt es zwei Terrorgruppen. Guck mal, heute, wenn jemand in Urlaub fährt, wenn jemand in Urlaub fährt in ein islamisches Land, hat schon mal irgendjemand gehört, wenn er nach Griechenland fährt, dass es dann eine Terrororganisation gibt? Na okay, weiter im Text, jetzt. Dann DHKP, auch in Türkei, eine marxistisch-leninistische Gruppe, also hat nichts mit Islam zu tun. Dann Shining Path in Peru und United Self-Defense Forces of Colombia. Das ist jetzt von den USA aufgezählt worden. Wie viele Organisationen waren das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Organisationen, die nicht muslimisch sind. So, jetzt würde ich mal fragen, welche Gruppe würde man denken, wenn ich jetzt zu jemandem sagen würde, auf der Straße, durch welche Terrororganisation sind die meisten Menschen ums Leben gekommen? Da wird jeder denken, ja, Al-Qaida bestimmt, oder? Übrigens nochmal zur Erinnerung, weil ich weiß sowieso, nachher wird mich wieder einer bestätigen, der will das alles schönreden, den islamischen Terror, ist überhaupt nicht meine Absicht. Ich weiß, weil die Leute verstehen immer alles falsch. Also es geht jetzt auch um die Leute, die es nachher im Internet hören. Sondern worum es mir geht ist, wie kommt es, dass wir aus der einen Sache so einen Elefanten machen, obwohl du viel mehr, obwohl es noch gefährlicher ist, heute mit dem Flugzeug zu fliegen, und die andere Sache ist gar nicht vorhanden. So jetzt. Welche Terrororganisation hat die meisten Menschenleben geopfert? Shining Path Peru. Die Gruppe Shining Path Peru. 30.000 Opfer. So viel haben die ganzen islamischen Terrororganisationen zusammen nicht. Heißt das jetzt, dass das okay ist, wenn ein Muslim jemand einen unschuldigen Menschen umbringt? Nein, um es nochmal zu betonen. Weil doppelt gemoppelt hält besser oder zehnfach gemoppelt. Dann, jetzt, welche islamische Organisation hat die meisten Selbstmordattentäter? Eben war, wir haben gefragt, die meisten Opfer, jetzt die meisten Selbstmordattentate. Rate mal. Hamas, wie ist das? Hier. Tamil Tigers, Hindus. Hier. Führt mit rund 250 ihr zugeschriebenen Anschlägen
die Statistik der weltweit verübten Selbstmordattentate an. Tamil Tigers in Sri Lanka. Nächste Gruppe. Da wäre wahrscheinlich nie einer drauf gekommen. Jetzt.